Das Ritterwappen. Woher will er das wissen? Das ist erstmal nur eine Kiste, ne? Woher will er wissen, dass das das Ritterwappen ist? Oh, das ist abnehmender Mond. Warum? Jetzt ist Schuriken, ich denke mal Fernkampf. Fernkampf schwächer, Nahkampf dicker, härter. Warum weiß er, dass das Dingsen ist? Dass mal keine Falle auslöst. Dann weiß ich auch nicht. Ein Sandwurm! Ein richtig dicker, fetter Sandwurm. Hallo. Ist mich lieb? Ja. Doppelt. Doppelangriff. Zack. Boah, Ja, nehmen wir mal lieber ein Potion. Ich nehme ein Potion. Wenn mich Bix doch nur so sehen könnte, wie ich diesem Wurm eine reinhau. Ich hau ihn eine rein. Du bist für mich doch nur ein kleiner, mickriger Würmchen. Ein kleines, mickriges Würmchen. Ein kleines, mickriges Würmchen. Ein kleines, mickriges Würmchen. Du bist scheiße. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich hab keine Zeit. Ich setze alles jetzt auf diesen Polarwind. Stirb. Wow. Immer noch nicht tot, obwohl ich so viel Schaden gemacht habe. Okay, nochmal Eis hinterher. Jetzt stirb doch. Ich bin tot, ne? Ein Leben noch. Prinz Theodor, seid ihr verletzt? Zurücktreten, bitte. Ich will zu meiner Mama. Ich mach diesen Wurm kalt. Das ist mein persönlicher Kampf. Ihr dürft euch nicht so anstrengen. Mein Vater und meine Mutter haben nichts damit zu tun. Ich werde dies alleine durchstehen. Was? Becken! Okay. Ich benutze mal ein paar Items. War ja jetzt nicht gerade viel. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ne? Zaubert einen kurzen Stopp. Ja. Frisst die Sanduhr. Ich benutze. Oh Gott, toll. Ja, weißt du, ich benutze nie Items. Und bei Bossen bringt das dann nicht mal was. Ja, das war's. Haben wir noch hier nochmal Becken? Haben wir. Ich hab dich besiegt, du kleiner Wurm. Ja, ich bin jetzt auf das gleiche Niveau wie Hauptmann Bix. Ja. Warte mal halten. Seht ihr, Jungs? So geht das. Theodor hat Wecken gelernt. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hm?
Prinz Theodor. Mensch. Petra! Huch. Vielen Dank. Das tut mir leid. Ich wusste, dass ihr das schaffen würdet. Prinz Theodor, es stecken großartige Kräfte in euch. Nun seid ihr ein ganzer Ritter, mein Herr. Wir brechen auf. Unsere Arbeit ist hier erledigt. Haben sich wieder der Formation angeschlossen. Ist wieder zurück. La 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 la. Wieder zurück. 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 Wir müssen wieder zurücklaufen. Zurück. 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 Was sag ich hier für komische Worte? Die machen alle doch keinen Sinn. Pin, Flynn. Ey. Hey. Hey, Würmchen. Zack. 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 Aber Biggs, warum machst du denn mehr Schaden wie ich? Weil ich besser bin wie du. Aber ich habe doch das gleiche Niveau wie du erreicht. Ja, aber ich habe das bessere Schwert. Okay, das macht Sinn. Ja. Ja. Heia! Bam, bam. Dieser Sandwurm war ja eigentlich gar kein richtiger Boss, oder? Das ist nicht ein ganz normaler Gegner. Aber hat sich der Mond, die Mondphase jetzt nur zufällig geändert, weil eine bestimmte Anzahl gerade an Zeit umgegangen ist, oder wäre sie so oder so jetzt bei diesem Boss umgekehrt? Also egal, ob ich jetzt eine Stunde hier rumgetrödelt hätte oder zwei oder drei, oder hätte sie sich grundsätzlich beim Boss Gute Frage, ne? Damit halt Theodor ein bisschen mehr Schaden macht, denke ich mal. Haben wir denn keinen Teleport oder so? Muss ich ernsthaft die Strecke laufen? Ich will doch nicht die Strecke laufen. Ich hab... Oh, guck mal, Pix, ich hab einen Crit gemacht. Halt die Schnauze. Pix, warum bist du immer so gemein zu mir? Was ist nur mit Pix los? Pixi, Pixi, Mix. Pixi, Pixi, Mix. Pixi, Pixi, Fix. Wow, warum kriege ich denn alles weg? Wir haben gesehen, dass du Theodore, den Prinz von Baron, geärgert hast. Guck mal, daneben, daneben. Ach, ihr Schwächlinge. Hatta, so geht das. Guck mal, das hier sieht aus wie ein Regenschirm. Bitch. Hauptmann Biggs. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Kein Ding, Bo. Hauptmann Biggs. Ich habe nichts anderes von euch erwartet, Prinz Theodor. Hä? Was für ein Ding?
Wir müssen schnell zum Luftschiff. Oh. Tschüss, Bex. Bum, 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 bum. Ja, dann gehen wir mal, ne? Und ich werde wie ein Prinz da hinaufgehen. Ich bin der Prinz. Ich bin der Prinz. Ich bin Theodor. Wenn ich einst König bin, dann wärst du gefeuert. Aber warum? Weil ich deine Fresse nicht mag. Was ist das denn hier? Wir haben hier einfach so einen Lebenskrug rumstehen. Einfach so. Chillig mal lillig. Glückwunsch, Prinz Theodor. Seid ihr bereit? Zur Dings. Ja, nein. Erstmal hier rein. Da geht's nicht rein. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Bin bereit. Schnauze! Startet die Motoren! Ankerlichten, Auftrieb aktivieren oder so. Wie fühlt sich das an, Theodor? Herr Hauptmann, hä, wovon reden Sie denn? Wie fühlt es sich an? Ein Ritter zu sein. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll, Herr Hauptmann. Natürlich nicht. Das Ritterwappen ist nur ein Name. Du hast hier dein Leben riskiert, um einen mumifizierten Rattenschwanz zu holen. Hast du den Bogen schon raus, Junge? Du wärst nicht einfach zum Ritter, nur weil du das Wappen geholt hast. Es zu holen war lediglich eine Prüfung deiner Entschlossenheit. Du bist erst am Anfang deiner Reise angekommen. Es liegt noch ein langer Weg vor dir, bevor du wirklich den Rotschwingern gehörst. Ja, Herr Hauptmann. Fantastisch, Prinz Theodor. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr ein Paladin werdet. Und in die Fußstapfen eures Vaters tretet. Ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ein Paladin zu werden. Warum nicht, mein Herr? Mit dem Blut von König Cecil und Königin Rosa könntet ihr sicherlich... Wir werden angegriffen! Ruhig, Soldat! Und du nennst dich ein Ritter der Rotschwing? Achso, der Soldat kam so an. Oh. Ah, wir werden angegriffen! Ah. Aber Herr Hauptmann, da sind Monster, zahlreiche Schwärme von ihnen, überall. Was? Da kommen sie. Wappne dich, Theodor. Dun, dun, dun. Ich mach einmal auf den hier. Und greif beide an. Welches kann? Gib uns Rüstung. Zieh auf alle. Oh ja, 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 Mann, ja. Ich weiß nicht, ob es normale Gegner sind oder so leicht Elite-Gegner. Deswegen mache ich das mal ein bisschen so. Wir kriegen Arschball. Vibra-Klinge. Genau. Ist auf jeden Fall stark. Aber vielleicht machen die so mehr Schaden. Ah, Hilfe. Krieg am Boden. Prinz am Boden. Prinz am Boden. Weiß mal, Prinz gefallen. Der Prinz ist gefallen.
Na 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 na. Oh yeah. Weißmagie, Vitra, auf alle. Hamna, hamna, hamna. Vielen Dank. Ah, bei Automodus, lol. Wollte schon wieder zaubern. Hast du gesehen? Ja, yeah, ich habe ein Level gekriegt, aber nur weil Wetsch dich wieder aufgekratzt hat wie so eine Made auf dem Boden. Das ist ja gar nicht wahr, du hast gerade nicht hingeguckt. Kommt noch einer von ihnen. Ha, können das so viele sein? Da kommt raus aus der Richtung vom Baron. Vom Baron? Papa, Mama. Volles Tempo voraus. Prinz Theodor! Oh, den kennen wir doch noch, den hübschen Mann. König von Baron. Cecil Harwell. Königin von Baron. Rosa Joanna Farrell. Mein Lehnsherr! Eine große Horde Monster ist auf dem Weg hierher. Was? Aber sie sollen doch eigentlich immer weniger werden. Du bleibst hier, Rosa. Beschütze Rosa für mich. Ja, Eure Majestät. Sissi? Mach dir keine Sorgen um mich, Baby. Bleib einfach für mich hier, okay? Oh, mein Held. Wo sind die Wichser? Und wo kommen sie? Das wissen wir nicht, Eure Majestät. Es sind so viele. Ihr alle bleibt genau hier auf eure Posten. Ja, Eure Majestät. Wir werden den Thron mit unserem Leben bewachen, Majestät. Was? Hä? 1400 Leben nur? Bin ich in Rente gegangen oder was? Die alten Tage. Bin auch schon alt. Lange her. Ach, ich kann kaum noch. Voll am Schwitzen. Zugelegt habe ich auch. Puh. Wir haben bereits in die Burg hineingeschafft. Okay, aber so. Was? Zit hat sich den Kämpfen zur Abwehr der Teufel angeschlossen. Bitte, Eure Majestät, beeilt euch, zur Schlacht zu kommen. Gehen wir mal hier runter. Was ist hier los? Genas! Ich bin bereit, mein Leben zu opfern, wenn Baron dadurch sicher ist. Ich frage mich, ob es meinen Jungen gut geht. Geht's meinen Jungen gut? Vielleicht auch nicht. Knöpfchen drücken. Mal für später. Oh. Lala. 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 Ich frag mich, hat er jetzt sein eigenes Inventar? Komisch, komisch. Oder denn die Sachen her von seinem Jungen? Da, 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 da. Ihr bereut es, mich herausgefordert zu haben. Macht mir gar nichts. Ich bin der König vom Baron. Retter der Welt. Ehemann von Rosa. Vater von Theodor. Ha.
Oh, das ging auf den Rücken. Das Burgtor ist gesichert. Und trotzdem befinden sich Monster in der Burg. Ich drück das Knöpfchen. Sie ist kaputt und lässt sich nicht bewegen. Ich drück kein Knöpfchen. Ich werde aber an dieser Stelle hier speichern. Ich weiß, es ist gerade voll spannend. Alles spannend. Alles spannend, spannend. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, was uns dieses Let's Play zu bringen hat, auch mit den verschiedenen Geschichten, die es da, wie lange geht überhaupt eine Geschichte, vielleicht ist eine Geschichte 60 Folgen lang, wie ein richtiges Spiel oder so, keine Ahnung, wir werden uns überraschen lassen, was hier gerade passiert. Also, schalte unbedingt morgen wieder ein, lass einen Daumen da, schreib mir in die Kommentare, abonniere mich, folge mir auf Twitch und. Also dann, aus drei. Tschüss. Und abonniere mich.